Der Luitpoldplatz in Deggendorf wird täglich von unzähligen Autos passiert. Die Geschäfte und Restaurants werden beliefert und Autofahrer halten kurz, um Erledigungen zu machen. Auch nachts nimmt das Treiben kein Ende. Das raubt vielen Anwohnern den Schlaf, denn vor allem am Wochenende ist der Platz viel befahren. Ginge es nach einem Antrag der Jungen Union, sollte sich dies allerdings bald ändern. Also wir haben bei der Frau Oberbürgermeisterin den Antrag eingereicht, dass an Freitagen und Samstagen jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens der untere Stadtplatz, der Luitpoldplatz, quasi verkehrsfrei bleibt. Dazu gehören die Bahnhofstraße, die Veilchengasse, der untere Stadtplatz, die Breugasse und die Bahnhofstraße. Anlieger, Taxis und der Lieferverkehr sollen natürlich weiterhin die Zone befahren dürfen. Auch das Parkhaus am Luitpoldplatz soll weiterhin befahrbar bleiben, allerdings nur vom Michael-Fischer-Platz kommend. Die Parkplätze direkt am Platz und in den Nebenstraßen würden jedoch wegfallen. Die Parkplätze werden einige hier im Bahnhofstraßenbereich und Flickgasse wegfallen, aber wenn Sie hier in der Stadthalle denken, wo ein großes Parkhaus steht und daneben der Karl-Parkplatz, können wir diese Parkplätze leicht kompensieren und auffangen. Das gemeinsam erarbeitete Konzept der Jungen Union trifft auf Zustimmung bei den Anwohnern. Doch bis jetzt ist es lediglich ein Antrag. Der Antrag wird jetzt weitergeleitet an verschiedene Fachstellen, zum Beispiel die Polizei. Die sollen darüber eine Stellungnahme abgeben. Wenn alle Stellungnahmen der Fachstellen bei uns wieder eingetroffen sind, wird dann letztendlich der Antrag dem Verkehrssenat zur Beratung und Entscheidung vorgelegt. Falls dem Antrag im Verkehrssenat zugestimmt wird, könnte der Lärmpegel laut JU erheblich gesenkt werden. Doch der Vorschlag der Jungen Union ist nicht ganz uneigennützig. Wie machen wir das dahingehend, dass man alle Stadträtinnen und Stadträte das beantragen, dass sie am Montag in der Stadtratssitzung mit bestem Wissen und Gewissen die Ausnahmegenehmigung für ihre Sperrzeit erteilen? So könnte die verkehrsberuhigte Zone ein Kompromiss sein, bei dem alle mit gutem Gewissen einschlafen können.